Nächtliche Vollsperrung auf der A1 kurz vor der Abfahrt Bremen-Asten. Ein mit einem Transporter und einem Wohnwagen beladener Lastwagen war am Montag früh gegen 1.30 Uhr in Richtung Osnabrück auf der Autobahn unterwegs. Kurz vor der Weserbrücke am Beginn einer Baustelle kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit dem vor ihm fahrenden LKW. Der Autotransporter schleuderte nach rechts, nur knapp an einem Baustellensicherungsfahrzeug vorbei und landete in der Seitenleitplanke. Der Aufprall war so stark, dass sich der auf dem Anhänger geladene Fiat Ducato-Transporter von der Ladefläche löste und einige Meter tief in die Böschung neben der Autobahn stürzte. Der Fahrer des Autotransporters wurde bei dem Unfall hinter dem Steuer eingeklemmt. Ersthelfer kümmerten sich um ihn, bis die Rettungskräfte eintrafen. Der Verletzte kam ins Krankenhaus. Bis das Wohnmobil aus der Böschung geborgen war, vergingen allerdings mehrere Stunden. Nachdem die A1 anfangs in Richtung Osnabrück voll gesperrt war, konnte der Verkehr aber später einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.